Und damit Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Crysis 2. Wir sind hier irgendwie so, ja, so ein bisschen bedeppert, belämmert, weil wir nicht wissen genau, wo es lang geht. Wir können hier in 14 Metern irgendwo, warte mal, wo war das? Hier, da unten. Da hüpfen wir jetzt mal rein. Und gucken, ob ich hier, nee, da kann ich ja wieder nicht aufnehmen. Aber rüsten Sie sich aus, bevor Sie... Oh. Es kam ziemlich früh. Ich gehe nochmal zurück. Nein, huch. Alter, wo bin ich jetzt? Ach, egal. Komm, wir gehen jetzt hier durch. Ja, Energieladen. Was ist das hier für eine Röhre, Alter? Da ist Muni. Kontrollpunkt haben wir auch. Sehr gut. Super. Dann weiter im Text. Die Monster kann sie niemals alle abknallen. Taktische Optionen verfügbar. Welche sind's denn? Nachschub. Nachschub ist die taktische Option. Tolle Wurst. Was? Sie haben ein Tarnfeld, Alcatraz. Sie sind direkt an ihnen dran. Nanovision aktiviert. Stopp. Schließen. Oh Gott. Nanovision aktiviert. Ah, fuck it. Gut, dass da vorne ein Kontrollpunkt war. Gut. Wir nehmen mal hier Muni auf. Also, jetzt. Also Muni, Nachschub und so. Genau. Und wir werden die einfach nur umnatschen. So, haben wir den jetzt gekauft oder nicht? Natürlich nicht. Wir haben 22.000. Komm, scheiß drauf, den nehmen wir. Frage ist, wie wirkt sich der aus? Oder wie sehe ich das dann? Oder muss ich extra was aktivieren? So, wir werden einfach mal... Taktische Optionen verfügbar. Tarnfeld aktiviert. Sie haben ein Tarnfeld, Alcatraz. Sie sind direkt an ihnen dran. Tarnfeld aktiviert. Nanovision aktiviert. Leck mich fett. Was vertragen die denn? What the hell? Das war jetzt Glück. Ich dachte, ich wollte eigentlich zurück und wollte noch... Wie viel gibt's denn für die? 5.000! LOL! 5.000! Ihnen läuft die Zeit davon! Los, los! Mann, brüll mir nicht an, Tussi! 5.000! LOL! 5.000 für die Dinger! Fette Nummer! Aber zu Recht, weil die sind wirklich kritisch. Da musst du eigentlich alle draufballern, was du hast. Und deswegen war ich happy, dass ich meinen... Warte mal kurz. Fuck it.
jetzt noch irgendwo hier Nachschub oben. Mann, du geh hoch da. Da hinten. Nein. Habe ich jetzt meine... Ich habe die Waffe ausgetauscht. Alter. Ich werde bekloppt. Nein. Wo ist das Vieh jetzt? Hat sich verpisst. Sehr gut. Dann geht's weiter. Gut, nein, Alter, ich krieg einen Knall. So. So, wo muss ich hin? Da oben muss ich hin. Dann schleichen wir uns da mal ganz gemächlich hin. So eine Mischung, so ein bisschen aus, ja, Action-Shooter und hier Stealth-Modus à la Hitman. Hören Sie, Erkefeld. Die Rohre ist reaktiv. Das Ganze ist ein Schutzsystem. Verschiedene den Wänden nach Schallwurfverkabelung. Reißen Sie mit Hilfe des Anschlusses einen Teil davon raus. Ach du Scheiße. Gott. Komm schon! Oh, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Zwei, muss zwei. Ich schaff das, ich schaff das. Ich krieg das hin. Ich krieg das geschissen, ich krieg das geschissen. Ich krieg das hin, ich krieg das hin, ich krieg das hin, ich krieg das hin, ich krieg es, ich krieg es hin, ich krieg es hin. Wahnsinnstrip, was? Jo, Porfeld ist ein geiles Ding. Sie dachten, ich wäre weg? Mhm. Nun, habe ich mir auch gedacht. Vergessen. Aber der Anzug, Mann. Hargreave hatte recht. Der Anzug stellt alle Regeln auf den Kopf. Sie sind in mir drin. Die Seth, sie sind reingekommen. Ich musste den Link zum Ausgang unterbrechen, sonst hätte ich völlig die Kontrolle verloren. Und sie? Sie waren da. Direkt vor mir und lagen im Sterben. Mann, ich musste die Chance nutzen und ihnen die Möglichkeit geben, zu beenden, was ich angefangen hatte. Das war unsere einzige Hoffnung. Sehen Sie, nicht nur New York, nicht nur Ling Shan. Wissen Sie, die Seth gibt's wirklich schon ewig, Mann. Und sie haben überall gebaut. Überall. Wie geil. Heute hier gesiegt. Aber das Ganze hat gerade erst angefangen.
Sie und ich, Marine, wir sterben jetzt noch nicht. Wir müssen zurück, dorthin, wo wir gebraucht werden. Ist da der Force Wrecking Marine, der gerade am Central Park gefunden wurde? Der Träger von Jacob Hargreaves Nanohülle? Moment, ich optimiere den Fleet. Es gibt wieder komische Radiosprecher da. Sie gestatten, dass ich mich vorstelle? Karl Ernst Rasch wird zu Ihren Diensten. Und Sie sind... Prophet. Prophet. Geile Scheiße. Kommen hier nicht mal Credits oder sowas? Wie heavy ist das denn? Ja. So schnell kann es gehen. Also, das war quasi Crisis 2, meine lieben Damen und Herren. Und ganz und gar werde ich Crisis 3 sicherlich auch gleich noch nachschieben. Soll heißen, wenn es euch gefallen hat, bleibt dran, bleibt auf dem Kanal. Es war mehr als nur geil. Also es hat mich, ich glaube, das war das erste Spiel seit langem mal wieder, was mich so richtig in den Bann gezogen hat, was ich durchgesuchtet habe an, ja, jetzt 2 Tagen nach dem Neustart etc. pp. Das waren... Ja, locker mal in 2 Tagen durchgeknallt. Krasse Nummer. Also, würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Ich glaube, demnächst, wie gesagt, kommt der Battlefield 4. Wenn ich jetzt Crisis 3 raushaue, vielleicht nach Battlefield, parallel zu Battlefield, muss ich mal gucken. Je nachdem, so wie ich Zeit habe, aber Crisis 3, das machen wir definitiv noch. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei bleibt und mal ab und zu vorbeischaut. Also, bis dahin, der Stinker. Bye-bye.